Schönen guten Tag, ich treffe mich jetzt auf ein Bier mit Jan Köppen, dieses Jahr in der Sehsüchte Musikvideo-Jury. Mal gucken, was der junge Mann so zu sagen hat. Magst du selbst aufmachen? Ja, komm, ich krieg's. Vielleicht krieg's jetzt genau nicht hin. Doch, geht. Hervorragend. Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Jan Köppen. Ich mich. Du bist nicht nur DJ, ja. Moderator, Musiker, T-Shirt-Designer. Alles. Und noch viel, viel mehr. Ja. Du bist jetzt auch noch offiziell Mitglied in der Musikvideo-Jury des 42. Internationalen Studentenfilmfestivals Sehsüchte, Europas größtem Studentenfilmfestival. Da habe ich noch ein Ding mehr auf meiner Liste. Was denn? Ja, das? Ach ja, also jetzt endlich. Hätte ich abhaken. Zack, auch das. Hier, hast du das schon mal gemacht, so Jury-Tätigkeit? Nee. Ich hatte auch schon mal Anfragen, die ich auch abgesagt habe, weil ich... Oho, der feine Herr. Geehrt. Ja, nee, ich finde so, Jury ist schon immer schwierig, weil man ja auch... Ich bin nicht einer, der dann anmaßend wirken will, weil wenn man andere irgendwie kritisiert oder anfängt, über deren Leistung zu reden, bringt man sich ja auch in eine Position, in der man auch sehr schnell angreifbar ist auf eine Art und Weise. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass ich in den letzten Jahren oder durch meinen Job dann irgendwie da in dem Fall doch eine Daseinsberechtigung habe und ein bisschen was beurteilen kann und sagen kann, was gut und was schlecht ist, weil ein paar Musikvideos habe ich in meinem Leben schon gesehen. Hast du denn was, oder vielleicht kannst du einfach mal sagen, was macht denn für dich ein gutes Musikvideo aus? Boah, also ich bin einer, der sehr bildlastig, visuell unterwegs ist, generell auch so. Aber es gibt ja so viele Kategorien, ob das jetzt irgendwie so ein Performance-Video ist, wo dann halt 20 Justin Timberlake-Tänzer irgendwie mit der Kamera zusammen choreografiert irgendwie krass tanzen. Ja. Das kann auch viel haben oder einfach nur extrem starke Bilder oder was habe ich mir, ich habe auch noch mal vorher mir ein paar Gedanken gemacht, irgendwie hier Uncle, dieses Rabbit in Your Headlight, irgendwie wo ein Typ durch einen Tunnel läuft ja. und die ganze Zeit von Autos angefahren wird und am Ende einfach seine Oberkörperfreiheit und ein Auto in ihn kracht und er ist einfach stark über das Tunnel gewachsen und hält das Auto auf und es zerschellt an ihm. Das ist halt so ein krasses Bild. Also, ja, kenn ich. Es gibt so ganz viele verschiedene Richtungen. Aber wenn da ein schönes Bild ist, dann bin ich sofort so, oh ja, schönes Bild. Ja. So Breaking Bad, die Serie ist ja auch, finde ich, ganz viel, könnte auch ganz viel Musikvideo sein, weil da jedes Bild einfach ein schönes Foto ist. Und ja. wenn das schon so ist, dann macht das ganz viel aus. Aber hat das für dich dann auch mit dem Lied zu tun? Also findest du, es gibt Lieder, die genau das falsche Video eigentlich dazu gemacht haben? Weil sie eigentlich eine Geschichte erzählen müssten zum Beispiel und nicht die 20 Justin Timberlakes da tanzen haben? Ja, ja. Also ich kann das immer, wenn... Man hat ja vielleicht manchmal Bilder im Kopf. Ist ja so wie Leerstellen beim Lesen, die dann, wenn ein Buch verfilmt wird, auf einmal auch ganz anders aussehen. Ja. Und bei so Songs hat man ja auch oft immer eigene Emotionen und eigene Bilder mit drin. Aber ich habe leider keine Erinnerung an irgendein Video, wo ich sage, boah, fuck, voll daneben geschissen. Aber das macht es natürlich super schwierig, auch jetzt für dich als ja. Juror letztlich. Ja. Weil du guckst vielleicht Videos jetzt an zu Liedern, die du sogar schon kennst. Ja. Und Leute probieren sich da und stecken da Jahre ihres Lebens und ein Herzprojekt rein und du sagst, passt überhaupt nicht dazu. Da muss man natürlich auch immer aufpassen, ne? Was ist dann objektiv an der ganzen Kiste und was ist subjektiv. Aber es hat natürlich immer, weil Musik auch immer mit Emotionen zu tun hat, auch mit einem, ja, mit so einem Knopf zu tun, den man in den Personen dann irgendwie anschaltet, wo man sagt, okay, geil, schönes Bild, schöne Geschichte, ich bleib jetzt 3,5 Minuten dran und ne, wir sind ja so gepolt, dass wir mittlerweile nach einer Minute schon gelangweilt sind, so und da weggeklickt. Leider. Leider, muss man sagen, aber das schiebt immer alles aufs Internet. Ist halt so und wenn es dann ein Video schafft, einen auch wirklich 3,5 Minuten zu halten, so, dann ist das auch eine Leistung und ja, ich bin gespannt, was da alles so auf einen zukommt und eingereicht wird. Ja. Aber du hast gerade Uncle schon erwähnt, hast du irgendwie noch ein anderes Lieblingsmusikvideo, was dein Leben verändert hat? Mein Leben verändert hat? Boah, das sind einschneidende Momente. Ja, ich bin da schon immer sehr songlastig und
damals in der Zeit, wo man noch jünger war und dann auch nach der Schule heimgekommen ist und gewartet hat, dass irgendein Song kommt zu einem Video. Ich weiß das noch ganz genau von, damals war es Blumentopf, weiß nicht warum, das war Blumentopf mit was der handelt und ich saß echt da vor und vor MTV in Viva und hab gewartet, dass dieser Song kommt. Das Video war jetzt nicht toll. Aber wenn ich was Beeinflussendes nennen müsste, dann wäre es zum Beispiel Beginner mit Hammerhart. Was damals ja von der Schnitttechnik und von den Übergangseffekten einfach cool war. Also ich bin eh Hip-Hop-Fan und damit so verbandelt und die Beginner haben mich sehr beeinflusst. Und dieses Video, das hat ja damals DJ Matt gemacht, der ja auch DJ bei denen ist und da auch kreativ viel mitgesponnen hat und ich glaube ganz viele Videos auch konzeptioniert hat und auch glaube ich teilweise Regie geführt hat. Und dieses Video war irgendwie, ist auch immer noch super, weil da immer noch Übergänge dabei sind, wo du dich doch noch dreimal fragst, wie sie es gemacht haben, wenn er einfach umfällt, in den Schnee fällt. Also man kann es alles erklären, aber das war für damalige Verhältnisse auch schon super. Aber also wir sind das Studentenfestival, Nachwuchsfestival, Amateurfilm, die Leute, die versuchen gerade ihren nächsten Film vielleicht dann bei der Berlinale zu zeigen. Heißt das für dich, dass du da mit einem runtergeschraubten Anspruch rangehst? Oder? Nee, gar nicht. Weil ich eigentlich spannend finde, dass wenn Leute noch so frisch und, sag ich mal, unerfahren sind, irgendwie mit viel mehr Herz rangehen. Deswegen ist meine Erwartung fast höher als bei einem Film, der schon so routiniert dahingeklatscht wird, so gefühlt. Ne? Und am Anfang bist du ja viel mehr, ich habe ja auch schon so ein paar Kleinigkeiten gemacht, wo man dann so viel mehr mit dem Herz drin ist und so viel, viel mehr Emotionen. Natürlich muss man auch mit der Kritik, die man gibt, viel mehr aufpassen. Bei Kreativen ja eh, wenn man sagt, ah, gefällt mir jetzt nicht so, dann sofort hängt ja auch immer mit einer Emotion bei den anderen zusammen. Also da bin ich auch gespannt, wie wir das dann da vermitteln können und wie wir da nicht anmaßend sind. Ne? Ja. Aber ich habe da schon eine hohe Erwartung, weil ich glaube, dass das Level bei solchen Festivals auch oft höher ist als bei sogar größeren. Ja, aber dann kannst du ja demnächst dir viele Musikvideos am Stück angucken, ganz, und dann drüber diskutieren. Wir freuen uns, dass du mitmachst. Ja, immer noch sehr gern. Und ich glaube, wir beenden das Gespräch. Vielen Dank dir. Danke dir. Tschüss.